So, heute Besuch dieses Restaurants. Genaue Anschrift kommt unten in der Beschreibung. Ja, nationale Küche. Bis 23 Uhr geöffnet, am Wochenende bis 1 Uhr nachts. Wir waren schon drin, wir haben schon gut gegessen. Deswegen das Resümee gleich am Anfang. Küche ist ungefähr vergleichbar mit dem, was man so von Vasilki kennt. Ist ein eher kleines Restaurant. Sehr, sehr freundlich. Auch ruhig. Wir waren Sonntagmittag dort. Ganz besonders möchte ich loben. Service war super und das Essen kam auch relativ zügig. Also vielleicht so 20 Minuten, 25 Minuten, was ja bei Vasilki manchmal schon das Doppelte sein kann. Also sehr zu empfehlen. Schöne Karte. Für die Vegetarier gibt es auch manchmal, kann man auch sich zusammenstellen, Kartoffeln mit Gemüse. Natürlich Draniki mit Schmand, also Smetana, sehr zu empfehlen. Nicht weit weg, da vorne sieht man das Zoom und Jakuba Colossa ist also direkt hier. Wunderbares Restaurant, sehr zu empfehlen. Beschreibung, sonst alles gleich unten im Anhang. Ja, wenn euch das alles hier von Minsk interessiert, freuen wir uns natürlich über freundliche Kommentare und ein Abo. Macht's gut! So, der erste Gang ist bereits eingetroffen, ging relativ schnell, ich würde sagen 12 Minuten, 30 Sekunden. Hier ein griechischer Salat, dort, Moment, ein Bouillon mit knusprig gebackenen Aufbackbrötchen aus der Tiefkühltruhe. Aber sieht ganz gut aus und schmeckt auch gut, schmeckt gut. Es wird ja genickt. Noch mal kurz den Salat und hier der Heringsteller mit Kartoffeln und roten Zwiebeln, sieht auch sehr gut aus, ist eine super Vorspeise, ja, schmeckt auch gut, ich habe schon ein Stückchen probiert. Hier kommen noch mal Kartoffeln mit Champignons, ist eigentlich als Beilage gedacht, aber für die Fleischlosen ist es ja auch ein schönes kleines Essen. Zum Knabbern gibt es hier dann noch so Käsebällchen. Ja, und das hier ist die Platte mit drei verschiedenen Schnitzeln, Kartoffeln, reichlich Dill drauf und mal wieder rote Zwiebeln. Sieht alles sehr gut aus und hier schon mal ein Lob an die Küche, dass es wirklich zügig geht hier.